So richtig traurig ist eigentlich niemand, dass unsere Prognose für das erste Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Ukraine nicht eingetreten ist. Denn das 2:0 nehmen wir natürlich gerne mit und die Chancen für die Osteuropäer, naja, die vergessen wir mal lieber ganz schnell. Die eigentliche Erkenntnis des Abends war sowieso, so jemanden wie Jerome Boateng will nicht nur Manuel Neuer als Nachbarn haben. Herzlich willkommen zum EM-Kicker. Wir sind wieder im Klimbim und wollen es nach unserer misslungenen Prognose von letzter Woche dieses Mal besser machen, denn mit einem Sieg gegen Polen ist die Löw-Elf im Achtelfinale. Einfach wird das zwar nicht, aber wir glauben natürlich an das Beste und ob der Sieg gelingt, das schauen wir uns jetzt an. Deutschland gewinnt nach dem Sieg gegen die Ukraine, also auch gegen Polen, 5:3 am Ende und ist für das Achtelfinale qualifiziert. Wolfgang, hat sich die Einwechslung von Mario Gomez bezahlt gemacht? Klar, auf jeden Fall. Das war der Überraschungseffekt. Der hat immerhin 3 Buden gemacht und natürlich der Knaller war gewesen, dass wir Mats Hummels in die Innenverteidigung getan haben, nämlich Lewandowski war ja sehr blass. Katrin, siehst du das ähnlich? Lewandowski ziemlich blass? Also wir müssen da in den nächsten Tagen noch ein bisschen dran arbeiten, dass es auf jeden Fall fürs nächste Spiel noch ein bisschen mehr Power reingibt und ein bisschen besser wird. Deutschland kann also fürs Achtelfinale planen. Vorher steht allerdings noch das letzte Gruppenspiel gegen Nordirland auf dem Plan. Und zudem sehen wir uns dann hoffentlich wieder beim nächsten EM-Kicker.